Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lars und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Drachenrennen und die finden wir hier unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und diesmal wollen wir uns das Achievement Herausforderungsrennen des Azurblauen Gebirges angucken. Selbstverständlich wieder alle im Optimalfall in Gold. Und dazu bin ich schon im Azurblauen Gebirge, und zwar hier oben auf den Koordinaten 2022. Und dort starten wir jetzt einmal mit dem ersten Rennen, und zwar mit dem Vorwärts-Herausforderungsrennen. So, drei Nummer 11. Also nach oben und direkt nach unten mit Speed. So, dann laden wir erst ein bisschen auf. Eng hier rum und nach oben und dann wieder nach unten. Oben. Unten. Oh, jetzt sind wir deutlich schneller. So, dann nach oben. Nach oben. Oben. Das war diesmal sogar ein bisschen besser. Ja, okay, diesmal habe ich diesen Delfin-Modus besser gespielt mit quasi hoch und gleich wieder runter, ne? Das war der Way to go. Naja, waren jetzt aber doch einige Tries. Dann haben wir Try Nummer 12. Also hoch und direkt runter. Ich bin schon in Kill-Range, würde man bei Bossen sagen. Das war jetzt eben noch eine Sekunde. Aber, ja. Da sind wir relativ schnell hier. Jetzt habe ich aber kaum einen Elan. Ja, diesmal hat's gereicht. Uff, was waren wir denn drunter? 0,6 knapp. Hui, das war jetzt ein bisschen eine längere Geburt, aber das haben wir auch ab. Und dann können wir zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier unten bei den Koordinaten 16, 49. Und ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt als allererstes das Vorwärtsrennen. So, da dann schauen wir mal. Erster Run. Ich weiß noch, dass das damals, glaube ich, nicht so einfach war, tatsächlich. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Oh shit, jetzt wäre ich beinahe am Tor hängen geblieben. Machen wir mal ein bisschen Elan, weil wir müssen, glaube ich, hinten dann wieder irgendwo rum. Über so ein paar Hügel war das, glaube ich. Und dann müssen wir jetzt mal schauen. Na, jetzt bin ich hier natürlich schon verdammt langsam, ne? Ist halt jetzt die Frage, wie eng die Zeit hier bemessen ist. Ach, das war das, wo du da so ganz eng durch musstest, ne? Mit den Zapfen hier musstest du aufpassen. Na, doch, das weiß ich schon noch. Viel zu viele Elan gespart. Schauen wir mal. Ah, eine Sekunde unter der Goldzeit. Ach nee, Moment. Das ist ja... Ich dachte, das ist eine 8, ne? Ich bin fast 7 Sekunden unter der Goldzeit. Ja, okay, das war doch nicht schwer. Das ist relativ großzügig bemessen. Gut, dann machen wir... quasi noch das Umgekehrte. Die Wasser fließen erneut. Okay, umgekehrt. Nummer 2. Ich bin eben wo hängen geblieben. Das war aber eher dumm, muss ich ehrlich sagen.
nötig war das tatsächlich. Ach, da muss ich jetzt hier unten durch, okay. Da darf ich nicht nach oben. Da sind wir gerade nur so durch. Oh, da geht's nach unten. Das war natürlich jetzt eher ungünstig. Ja, weiß ich nicht, ob da meine Delfin-Taktik jetzt hier so gut ist. Also bis jetzt geht's. Schauen wir mal, ob das läuft. Also Silber haben wir. Okay, Goldzeit haben wir auch gut unterschritten. Wunderbar, sind wir mit dem auch fertig. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier oben bei den Koordinaten 41, 57. Und da können wir jetzt quasi auch wieder den Herausforderungsmodus vorwärts fliegen. So, Dala, schauen wir mal, wie schwer die Strecke ist. Das ist jetzt hier mein erster Try. Gleich mal den Speed nach unten rein. Komm, machen wir mal hochfliegen. Ah, da sind wieder so Kügelchen. Kügelchen sind. Okay, hier geht's ordentlich nach unten. Ups, jetzt sind wir fast reingekommen. Danke dir fürs Followen. Ich werde hier ein bisschen zu slow, ne? Also da muss ich dann nochmal gucken. Gucken wir uns hier mal ein bisschen die Lana aufsparen. Jetzt geht's, glaube ich, gleich ordentlich nach oben. Ah, das war da, wo ich dann hinten rum muss, ne? Aber noch haben wir Elan, also es scheint zu passen. Ich habe bis jetzt auch noch keine Kugel gefressen. Okay, da geht es dann wieder ein bisschen runter. Ich glaube, viel kam nicht mehr, oder? Jetzt speeden wir mal den Rest durch. Na, ob das eine gute Idee war. Bronze, Silber. Ja, Gold haben wir auch. Perfekt. Gut, dann machen wir jetzt noch umgekehrt. So, das ist jetzt Nummer 4, meine ich. Gucken wir mal, ich muss ein bisschen anders spielen. Also nach oben, dann nach unten, nach oben gucken, einmal rein speeden. Hier machen wir dasselbe jetzt. Dann ein drittes Mal. Und ein... das ich hätte es vorher machen sollen, das war jetzt nicht gut. Und nochmal. So, jetzt holen wir ein bisschen Elan zusammen. Komm, ich mache jetzt einmal so einen Speed hier rein. Und einmal runter. Weiß nicht, ich glaube, hier bin ich jetzt ein bisschen zu slow hinten raus. Jetzt habe ich kaum mehr Elan. Ah doch, es hat gereicht. Sogar 1,5 Sekunden. Na gut, okay, will mich nicht beschwert haben, hat gepasst. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 47, 40. Und dort machen wir jetzt erst wieder das Vorwärtsrennen.
Beauty Try Nummer 1. Einmal hoch. Speeden wir direkt rein. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir lang müssen. Okay, hier einmal hoch und runter. Hier machen wir dasselbe wieder. Und nochmal. Jetzt habe ich dann gleich keine LAN mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen in Sparkurs gehen. Irgendein Viech angegriffen, oder? Ich weiß nicht, ob das Sinnige ist, was ich jetzt mache, hier einen kompletten Spark. Komm, ich mache jetzt einmal Speed an. Okay, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Elan gespart. Es war knapp, oder? Aber Gold ploppt nur auf, wunderbar. Naja, aber dafür First Try. Ich glaube, ich hätte nicht so slow am Anfang die ganze Zeit, wo es da runter geht, machen sollen. Da hätte man noch was rausholen können. So, Dala, Try Nummer 5. Diesmal gucken wir vielleicht, dass wir nicht unbedingt in so einen Felsen reinfliegen. Ich hau jetzt mal hier am Anfang nochmal einmal so ein Speed raus, wo wir nach unten fliegen, dass wir ein bisschen was noch mitnehmen. Weil irgendwie bin ich dann hier zum Teil zu langsam. Warte, jetzt einmal nach oben. Nochmal nach oben und nach unten. Extra Speed. Mehr Extra Speed. Na gut, jetzt sieht es mit dem Melancher eher nicht so gut mehr aus. Jetzt haben wir es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Da bin ich jetzt gerade zu langsam geworden. Da muss ich mal nochmal gucken. Vielleicht nochmal ein bisschen da. Machen wir noch einen Speed rein. Vielleicht reicht's, oder? Na endlich. Na endlich. Diesmal war ein gutes Stück drunter, ne? Okay, hätten wir das auch fertig, dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 48, 35. Und hier fliegen wir jetzt wieder das Vorwärtsrennen auf der Herausforderungsstrecke. So, Try Nummer 2. Ich habe da blöderweise so ein kleines Bäumchen mitgenommen, das ich eigentlich nicht haben wollte. Und ja, das dürfen wir jetzt beim nächsten Mal am besten nicht mehr mitnehmen. Versuche ich mal hier ein bisschen was zu safen am Anfang an Elan. Hinten war es irgendwo, das Bäumchen. Bin nämlich zu steil wieder rein in die Nummer. Oh shit. Ach, da oben ist das Ende, ich wollte gerade sagen. Oh, hat das gereicht für Gold? Ah, okay. Das waren 5,5 drunter. Easy. Und dann gucken wir jetzt mal noch umgekehrt. So, dala. Umgekehrt die erste. Oh, irgendwie sind wir da jetzt gerade ein bisschen delayed. Wir fliegen es jetzt trotzdem mal. Ich muss es mir eh einmal angucken. Noch scheint es zu gehen mit dem Elan.
Oh, da einmal. Ah, das habe ich. Das war. Ich will jetzt nicht sagen, es war Glück, aber. Ich wollte jetzt nicht in das Bäumchen reinfliegen. Da habe ich nämlich vorher schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja gut. Ich weiß nicht, ob es halt am Ende mit Melan nicht ein Problem wird, weil da muss ich nochmal hoch, ne? Jetzt save ich nochmal ein bisschen was. Hier muss ich dann nochmal einmal rauf. Ah, da. Das muss er noch mitnehmen. Okay, da haben wir noch was. Ich fasse in den Baum rein. So, okay. Gut, das hat auch gereicht für den Goldmodus. Und dann schauen wir zum nächsten weiter. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier oben bei den Koordinaten 71, 25 und da legen wir wieder los mit dem Vorwärtsrennen. So, Try Nummer 7. Dann einmal runter. Danke dir fürs Followen. Dann nochmal nach vorne und jetzt müssen wir hier einmal quasi hoch. Dann Speed nach vorne hier. Dann nochmal nach oben. So, Speed nach vorne. Dann hier nach oben. Dann nochmal nach oben. Nach oben. Ein bisschen durchgegurkt. Nach vorne und jetzt runter. Da nach oben und dann runter. Oh, das ist aber. Wahrscheinlich hätte ich da gar nicht nach oben mehr müssen. So, jetzt aber, oder? Ja, da haben wir Gold. Gut, dann brauchen wir nur noch umgekehrt. Und das gucken wir jetzt noch. So, dann schauen wir uns den fünften Try umgekehrt an. So, einmal hoch und einmal vor. Und nach oben. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Okay, jetzt muss ich gucken. Jetzt sieht es elantechnisch nicht mehr gut aus. Bauen wir erstmal ein bisschen was auf. Gut, jetzt hauen wir hier mal den Speed nach vorne raus. Und dann nach oben. Oben. So, jetzt schauen wir mal, ob es reicht. Also Silber und Bronze haben wir und Gold ploppt auch noch mit auf. Na wunderbar. Und damit sind wir auch im Azurblauen Gebirge komplett fertig. Haben quasi Bronze, Silber und alle Goldrennen. Und ja, damit sind wir auch mit dem Video durch. Wenn ihr Bock habt, die andere noch zu sehen, für die Küste und Ebene von Nara habe ich das schon aufgenommen. Und die fehlenden Zonen werde ich jetzt die Tage noch machen. Kommen auf jeden Fall noch Videos zu. Für das Video soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.